Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Da seid ihr wieder alle. Wollt ihr wieder wissen, was ich als nächstes vorbereitet habe für euch, was? Ja, da will ich euch doch erstmal alle begrüßen hier auf meinem Kanal. Ja, Shadow Aspen. Und ja, heute sind wir wieder hier, weil ich will ja für euch ein schönes, aufklärendes Video machen. Ja, und ganz besonders begrüße ich hier heute den Joe Vogel. Ja, schön, dass du da bist. Und du, Stefan, auch schön, dass du da bist. Ja. Für euch ist das besonders wichtig. Vielleicht könnt ihr da heute mal was lernen. Ja? Wollen wir mal gucken. Okay, Leute, Mensch, jetzt bin ich doch gerade hier abgestürzt auf diesem Plateau hier. Ja? Und in 4 Stunden wird es dunkel. Ja? Wir haben es jetzt ungefähr 3.30 Uhr. Und ja, kacke, es wird kalt heute Nacht, minus 8 soll es werden. Ja, da muss ich einen warmen Arsch haben. Ja? Und dann will ich euch jetzt mal zeigen, wie man das macht. Aber erst Proof. Ja, 3 Uhr 37. Und da ist der Stand der Sonne. Okay, ich bin ja jetzt hier an meinem Flugzeug. Ja, das steht ja da hinter mir, das könnt ihr sehen. Ja, sieht genauso aus wie das in Neuseeland. So, und was mache ich denn jetzt? Ich brauche doch einen warmen Arsch, ich muss es doch weich haben. Und das Gras hier, das ist so kurz. Da kriege ich doch nie eine Matratze mit hin. Oh, Mann. Aber, hey, ich habe da eine Idee. Leute, da ist ja ein Fluss. Oh, wir haben Wasser. Ob das wohl Salzwasser ist? Ich weiß nicht. Aber ey, guck mal, wie schön das ist, Stefan. Guck mal. Oh, da, ey, das ist so schön. Oh, ist das schön. Bleib erst mal eine halbe Stunde hier stehen und denk mir ein bisschen nach, wie schön das ist. Ja. Oh. Warte mal, ich habe ja dann kalten Arsch. Aber das geht ja gar nicht. Man kann sich ja überhaupt nicht aufwärmen hier. Das hat Joe ja auch gesagt. Ne? Mit 7 Leuten ist unmöglich. Ach Mann. Oh, ich habe da eine Idee. Ich habe mal Shadow Aspen geguckt. Ne? Der hatte mal was gezeigt. Warte mal, das probiere ich mal aus. Der hatte mal gesagt, wenn man runtergeht zum Fluss, da ist oft das Gras länger als oben auf so einem Plateau, wo die Schafe weiden. Das scheint recht zu haben. Ja. Oh. Ja, das sieht hier verdammt länger aus. Guck mal, da drinnen. Scheiße, ich habe meine Nagelschere vergessen. Ob ich das trotzdem hinkriege, in 24 Stunden genug Gras zu sammeln?
Halt, stopp, erstmal chillen. Oh, oh Mann. Ich habe eine ganze Minute gearbeitet, ey. Puh. Scheiße, ey. Ich muss mal chillen. Durchfall habe ich auch. Ah. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal in den Fluss kacken, aber solange sammle ich noch ein bisschen. Bevor ich ins Wasser kacken gehe, suche ich mir hier noch eine Stelle. So, werde ich mal den Rest auch noch pflücken. Ey, Digga, Gras, ey! Digga! Ey, voilà, das kann man voll abrupfen. Das ist der Hammer, ey. Oh, fuck. Ey, so, das ist krass, ey. Ey, sag mir mal, was das für ein Gras ist, ey. Du kennst doch immer diese ganzen lateinischen Namen. Ne? Was ist das, voilà, ey? Das ist geil. Das ist, fuck man, Alter, das ist, ich weiß auch nicht. Ey, das ist todesgeiles Gras. Ja, vielleicht mal die Distel zwischen, who cares? Naja, Leute, und ich muss ja zugeben, ne? Ich bin ein Blender. Ja, es tut mir leid. Ich bin nämlich eigentlich doof und anstelle, dass ich hier unten mein Lager mache, wo das Gras direkt da ist, ne, meine Matratze auch im Hintergrund überall, dann schleppe ich das lieber wieder zum Flugzeug, ne? Weil das ist ja das Beste, ne Joe? Gut, mach ich das mal. Boah, Uwe, weiß nicht, ob du auch hier bist, aber Alter, ist todesunwegsam hier. Alter, Mann, oh. Hey Joe, ein Chokepoint, Alter, da kannst du Hasen fangen. Oder nee. Ich glaube, da unten ist ein Reh durchgelaufen unter dem Ast. Das kann man genau sehen. Ja. Definitiv. Oh, dieser steile Berg. Oh mein Gott, nochmal. Leute. Oh, mein Gott. Oh, Gott sei Dank. Das Gras wird wieder kurz.
es wird endlich wieder richtig windig. Oh, schön hier oben beim Flugzeug. Ah, komm, da gehen wir dann mal schnell hin. So. Ja. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Oh. Ja Leute, ich bin ein bisschen außer Atem. Ich werde auch bald schon 50 in 6 Monaten. Ja. Aber übergewichtig bin ich auch. Aber egal. Ja. Okay, hier ist das Flugzeug. Ja, sind wir wieder da, wir eben losgelaufen sind. Okay, gut. Ja. So, habe ich jetzt das ganze Gras da hingelegt, Leute. Scheiße, mache ich denn jetzt? Ne? Das lege ich doch platt. Scheiße. Das reicht da dann nicht, da muss ja noch was drunter. Mache ich denn bloß, Mann? Scheiße, ey. Mann, ey. Der Joe sagt, man findet hier nichts. Das ist unmöglich. Ja, unmöglich. Wir finden hier nichts, hat er gesagt. Scheiße. Stefan kann ich auch nicht fragen. Er ist wieder weg. Ja, klar. Ach, scheiße. Oh Mann, warte, Leute. Ich habe da eine Idee. Ich habe da mal was beim Shadow Ersten gesehen. Er hat irgendwie so, was hat er genommen? Irgendwie so von so kleinen Sträuchern, so Äste, irgendwelche Sträucher. Ich glaube, das mache ich auch mal. Komm mit. Guck mal da. Da sind so Sträucher. Da hinten auch, da. Die sehen besser aus, aber ich versuche erst mal da. Okay, dann mal dahin. Oh Mann. Überall bleibt man hier hängen. Ja. Mann, und todeskalt hier. Oh. Ja. Oh, Joe, guck mal. Ein Elefantenpfad. Da, ich kann das Trittsiegel sehen. Oh Mann, aber da sind Büsche und Äste. Lass mal gucken, was ist das für ein Zeugs? Kann man das nehmen? Gehört das so? Stefan, sag mal. Oh, da, hier, Leute, ich glaube, stelle ich mal die Kamera hier hin. Hoffe ich mal, dass die nicht umkippt hier unten. So. Okay. Oh Mann. Oh nee, Alter. Das sind Todesäste. Oh, die kann man abbrechen. Das gibt's ja gar nicht. Fuck, Mann. Hey Joey! Alter! Sehe ich dich auch erst? Bist auch schon da? Mann! Ja, ne? Man sich nicht immer mit der Vermögensberatung beschäftigen würde. Ne? Und die ganzen Werbeaufträge und so. Ne? Ja, hättest du sowas vielleicht wissen können, ne? Dass man dafür kein Messer braucht. Aber hättest du ja den anderen mal sagen können. Du hast ja so ein Training genossen, glaube ich, bei, wie hieß der? Ah ja, Joe, du bist ja auch da, stimmt. Ja, Joe. Hat der dir sowas nicht beigebracht? Hm? Das ist komisch, ey. In Kanada weiß das jeder Biber. Man dafür kein Messer braucht. Ich
muss mich beeilen. Ey. Das ist bestimmt schon 20 Minuten. In 3,5 Stunden geht die Sonne unter. Leute. Oh. Hätte ich in meinem Flugzeug ein bisschen länger geschlafen. Ey. Mann, Mann, Mann. Bis nach Neuseeland. Ey. So eine Qual. Mann, Mann, Mann. Aber Stefan, ey. Ja, was riecht sich. Er guckt sich schön die Gegend an. Ja. Ich nicht. Ich bleibe lieber am Flugzeug. Ja. Und schleppt da alles hin. Ja. Das hat Joe so gesagt, das wäre besser. Ja. Weil wenn er in den Himmel guckt, ne, könnt ihr ja klar sehen, das fängt dann zu schneien bald. Ja. Ja. Das kann so schnell gehen hier in Saskatchewan. Neuseeland meine ich. Ja. Das heißt ja hier nicht umsonst The Land of Living Skies, ne? In Neu-Saskatchewan. Hat den immer auch mit. Ja. Ja. So. Ich glaube, die nehme ich erstmal mit, dann muss ich vielleicht noch einmal laufen. Na, gehen wir jetzt da mal hin. Übrigens, Leute. So ein schlauer Mann in Kanada, der hat mal rausgefunden, dass man bei kalten Temperaturen im Winter oder im Herbst, wenn man sich ein Shelter baut, im Stehen ca. 150 Kalorien verbraucht, im Sitzen ca. 100 und im Liegen später verbraucht man nur noch 50 Kalorien, ja, um warm zu bleiben. So, deswegen versuche ich mir hier gleich als erstes, ja, was zu bauen und nicht wie Joe sagt. Ja, da will ich mich nicht drauf verlassen, wisst ihr, dass ich das nächste Woche noch machen kann. Ja, Priorität liegt ja auf Firewood. Scheiße, Firewood, das muss ich auch noch machen. Ach, Mann, Leute. Es ist bestimmt jetzt schon 30 Minuten vorbei. Das schaffe ich niemals, Leute. Ich friere mir so den Arsch ab. Und dann wird es dunkel, da kann ich gar nichts mehr machen. Ja. Wo ich eine Lampe habe. Kann ich nichts mehr machen. Das geht nur, solange die Sonne noch scheint. Weil sonst bin ich wie so ein Vogel. Und dann traue ich mich nicht mehr raus im Dunkeln. Ich denke, das sollte reichen. Ah.
Lass uns mal wieder zum Flugzeug gehen. Okay, Leute, jetzt baue ich schnell meine Matratze, weil, scheiße, ey, die Sonne ist noch mindestens so vier Hände über dem Horizont. Das schaffe ich nicht mehr. Oh Mann, aber ich versuch's, Leute, ich versuch's. Oh Mann, ey. Übrigens, wenn ihr eine Matratze braucht, ja, wenn ihr euch dann hinlegt, dann muss die ungefähr so lang sein wie von der Schulter bis Mitte der Oberschenkel. Ja? Hinter für die Beine, da braucht ihr nicht mehr viel. Da, wo die Kontaktfläche mit dem Oberkörper ist, da braucht ihr Isolierung. So, das ist ungefähr das Stück. So. Ja, schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, meint ihr, das isoliert mich vielleicht vom kalten Boden? Ich glaube nicht. Wenn der Joe das wieder sieht, der wird sagen, das geht mit Prinus vulgara nicht, oder wie das Zeugs bestimmt heißt. Ja, da kann man nur anderes Gras nehmen, das kann man nicht nehmen und schon gar nicht mit 7 Leuten. Ne? Also, ich lege mich jetzt mal da drauf, nur so aus Scheiß, zum Testen, wisst ihr ja, ne Stefan? Zum Testen. Oh, Leute. Oh, erstmal chillen. Ist das geil. Oh, Leute. Mann. Oh. Oh. Ich bin ungefähr so hoch vom Boden weg. Stimmt nicht gut, das ist zu wenig. Bin mir sicher, das steht in eins von Joe seinen Büchern. Das habe ich, glaube ich, mal gelesen. Ja. Damit kann man nicht surviven. Nein. Oh Mann. Ich mache auch alles falsch immer. Nur weil ich auf diesen Blender Shadow Ersten gehört habe.
Mann. Ach Leute, ey. Wisst ihr, wenn man da jetzt so ein schönes Feuer hätte. Ah. Scheiße. Leute, ich brauche noch Feuerholz. Oh Mann. Aber schnell mal gucken. Scheiße, es ist schon 4.13 Uhr. Oh Mann, ich habe schon ganze 30 Minuten schon verschwendet. Scheiße, Leute, hier guckt. 4.13 Uhr. Oh Mann. Leute, ich muss schnell Feuerholz holen. In anderthalb Stunden wird das schon dunkel. Oh Mann. Scheiße, der Wald ist da hinten. Oh Mann. Ah, da stehen drei Bäume. Oh, Gott sei Dank, wir haben Feuerholz. Ich muss schon selber über die Scheiße lachen, was sie verzapfen. Oh, halt, stopp. Leute. Seht ihr, was das ist? Könnt ihr das sehen? Das sind wilde Roships. Die fange ich jetzt. Scheiße, entwischt. Oh Mann, scheiße, Leute. Wieder nichts zum Snacken. Oh Mann, das ist geisteskrank. Da muss ich wohl Feuerholz holen. Mann, ich wünsche, ich wäre Stefan, ey. Der kann hier nur immer rumlaufen, ey. Und ich muss wieder so eine Scheiße machen, wieder Feuerholz. Den ganzen Tag muss ich mal lochen. Ja. Wie Sandra, die Arme. Den ganzen Tag. Scheiße, ey. Mann. Scheiß geisteskrankes Holz. Boah, Leute, guckt mal, der Wald. Das ist auf jeden Fall wärmer hier. Mann. Und so viel Feuerholz. Könnte ich auf jeden Fall 200 Meter zum Flugzeug schleppen. Ach scheiße, ist ja gar kein Wald hier. Ich habe ja eben gesagt, da sind nur drei Bäume. Kacke. Okay, warte. Dann gucke ich mal, was ich finden kann. Ah, guck mal. Oh, hier ist auch noch so einer. Boah, Leute, ey, was ist das für Maloche? Guck mal, ey, hier voll Heuerholz, ey, schlipp ich hier rein, ey. Ey, geil, ey. Digger, ey. Boah, voll der Digger-Knüppel. Fuck, ey. Ich bin hier der Holzknüppel-Hero.
Hört ihr das? Vögel! Oh. Halt, Scheiße! Besser nicht mehr so viel Feuerholz sammeln. Ich muss meine Kräfte aufsparen. Vielleicht muss ich nachher noch einen Koffer finden. Oh Mann. Holla, die Waldfee. So eine Scheiße. Ich war eine ganze Stunde um, Leute. Und ich hab noch nichts. Kaum Feuerholz. Keine ausreichende Matratze. Scheiße. Scheiße, es wird dunkel. Oh Mann. Okay. Egal. Den nehme ich jetzt noch mit. Da muss ich vielleicht mich ausruhen und chillen, damit ich genug Kräfte habe für heute Nacht, damit ich tanzen kann. Hey Leute, ich habe geguckt. Ich habe actually noch 6 Minuten, bis die Stunde um ist. Ich gehe noch einmal, hol noch mal Feuerholz. Auch wenn Joe sagt, das ist unmöglich. Leute. Das ist geisteskrank. Hier gibt es nur so dünne Stämme im Wald. Die sind alle verrottet. Geisteskrank, Leute. Hier gibt es fast gar kein Holz. Scheiß Wald. Leute, jetzt im Nachhinein, wo ich schon mehr von der Staffel gesehen habe, seitdem wir wieder zu Hause sind. Alter. Da, wo der Stefan war, da war so viel Holz, Digga. Und wir, Digga, wir haben das immer geschleppt. 200 Meter den Hang hoch, 200 Meter den Hang runter. Digga. Und dann war das immer alles nass, weil wir frische Äste abgesägt haben. Digga. Oh. Hey. Ich glaube, der Stefan, der hatte recht. Ja. Das darf ich aber nicht dem Joe sagen. Nee. Ja, wisst ihr, dann so zwischen den beiden, wisst ihr? Ja. Kann man nicht machen. Aber ich checke das. Ich checke das. Digga, aber jetzt erstmal chillen. Ey. Oh. Okay. Mann. Ey. Oh Mann. Stefan, der will ja mal Feuer machen. Aber Joe sagt ja, es geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir Feuerholz sammeln. Wir haben ja gar keinen Zunder. Und Vogel sagt, es gibt hier keinen Zunder. Scheiße. Wo ich mal ein Video gesehen habe, von diesem Shadow-Aspen. Und der... Der hatte gesagt, dieser Mullen, da kann man das von machen. Aber der Stefan weiß das besser, der ist Biologe und außerdem ist er daran vorbeigelaufen. Ja. Scheiße, da müssen wir wohl frieren heute Abend. Ey. Oder wir nehmen die Notflare. Ja, die Notflare, das ist unsere einzige Rettung. Aber der Joe will das nicht. Ach, Mann. Ich will aber nicht frieren.
Mann, wo wäre ich mal zu Hause geblieben? Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt heulen muss. Auf meinen Streamingstuhl, das ist viel besser. Mit dem tollen Kuschelfrosch im Hintergrund. Kann ich gar nicht mehr den Harten machen. Oh mein Gott. Und ich habe jetzt noch ganze 2 Stunden Zeit, bis die Sonne untergeht. So eine Langeweile. Was soll ich denn machen? Oh Mann, was morgen auch so wird. Scheiße. Na gut. Ich hole mal noch ein bisschen Feuerholz. Ey Leute, gleich wird's dunkel. Ich war Feuerborn. Wo sind die denn alle? Ah. Oh, da sind ja noch 400 Höhenmeter, die muss ich noch überwinden, bis ich da bin. Aber ey, ich habe Chaga gefunden. Gut, dass der nur an Birken wächst. Ja. Das ist schön hier, Leute. Das ist schön. So schön. Die anderen das auch schon gesehen haben, wie schön das hier ist. Oh, da liegt ein Tier. Oh, ja. Yeah. Muss das so? Im Wald? Ein Tier? Ah ja. Okay. Ich geh noch mal Feuer bohren, ne? Hey Joe, ich war Feuer bohren. Halt die Fresse, wir müssen Gras sammeln. Das ist unmöglich, dass wir noch ein Bündel zusammenkriegen heute mit 7 Leuten. Und du tust Feuer bohren. Ja, aber Joe. Stefan, du gefährdest uns alle. Ja, das können wir so nicht machen. Das wird jetzt sofort verteilt. Ja, da kriegt jeder 8 Halme, genau. Okay? Das geht so nicht. Du kannst nicht so egoistisch sein. Du musst an die Gruppe denken. Wir müssen hier 14 Tage durchkommen. Verstehst du? Ja, dir eine Matratze machen, das kannst du in 3 Wochen noch, wenn wir alle weg sind. Na gut. Ich entferne mich dann mal. Ja, ein bisschen absetzen. Ja. So Leute, jetzt mal wieder ernst. Okay? Jetzt machen wir wieder ernst. Ihr seht jetzt hier hinter mir das Feuerholz und die Matratze. Okay? 3.37 Uhr habe ich angefangen. 4.46 Uhr. Etwas über 1 Stunde. Alleine. Habe ich eine Matratze und Feuerholz. Jetzt nehmt das Feuerholz mal 7. Meint ihr, das reicht für eine Nacht? So. Ich will mich jetzt nicht aufregen. Ich versuche das mal, aber sowas regt mich auf. Sowas regt mich total auf, Leute. So ein Nonsens, was da gezeigt wird. Okay. Ich hatte hier Wege zu laufen. Ja, ich bin ein Mann. Okay? Joe, der geht an dich. Ja? Erklär mir mal ganz genau, ja, was ihr da in 2 Tagen bis jetzt gemacht habt. Heute war Folge 5. Ja? Da habt ihr das erste Mal das Flugzeug ausgepolstert. Ja? Und da liegt so ein kleiner Haufen Feuerholz rum. Okay? Soll ich dir sagen, was ihr gemacht habt? Ihr habt gelabert, gelabert, gelabert. Und wenn ihr nicht gelabert habt, dann habt ihr Selfies gemacht und euch gegenseitig gefilmt. Und wenn ihr euch gegenseitig gefilmt und gelabert habt, ja, in der Zwischenzeit, da ist nichts passiert. Ja?
Habt ihr vielleicht da noch gestanden und beim Labern so ein paar Ästchen abgeknüpft hier, sowas hier, ja, um das zu sortieren, ja. So, der kleine Ast geht nach links, der kleinere nach rechts, etwas größere nach vorne und der dicke geht nach hinten, ja. Sag mal, willst du uns verarschen, so Vogel? Willst du uns verarschen, dass du mit 7 Leuten, ja, genau dasselbe schaffst, was ich in einer Stunde mache? Ja, jetzt sag ich, nee, ich war müde und verschlafen und konnte nicht richtig und so eine Scheiße. Okay? So. Kollege. Ja, ganz schlechte Leistung. Ganz scheißen schlechte Leistung. Ja? Das kann hier jeder Pfadfinder, was du da abgezogen hast. Ehrlich. So. Stefan. Jetzt kommen wir auf Stefan. Stefan. Mein Freund. Du hast viele Ideen richtig im Kopf gehabt. Viele Ideen hast du richtig im Kopf gehabt. Ob man jetzt beim Flugzeug bleibt oder ob man in den Wald geht. Im Grunde genommen, ja, ist das Jacke wie Hose, wenn man 7 Personen ist. Und Stefan, ich frage dich jetzt, okay? Ich frage dich, Stefan, warum hast du das hier nicht am zweiten Tag gemacht? Das hier, ja? Und dann hättest du hier vielleicht ein Feuer gebohrt oder hättest du hier von denen ein Stück Glut abgeholt. Ja, das hätten sie ja wohl noch gegeben. Und warum hast du es nicht versucht? Das frage ich dich jetzt allen Ernstes. Ich kann das nicht verstehen. Ja? Ich bin da maßlos enttäuscht, dass du das nicht gemacht hast. Guck mal, ich bin kein Profi. Ja? Ich habe meine 1200 Follower, ja, weil ich sag mal, das richtige Survival ist gar nicht so auf meiner Kette. Das ist so ein Nebenprodukt von dem, was ich mache. Aber ich meine, das sind Grundlagen. Die habe ich schon den Pfadfinder gelernt, damals in Deutschland, wo ich 12 Jahre alt war. Ja? Da bedarf es kein Expert zu sein und da bedarf es auch kein Studium und da bedarf es keine Survival-Bücher. Das ist, ich weiß nicht, früher haben die Leute das einfach gekonnt. Aber na gut. Stefan, das ist wirklich, wirklich schade. Nichtsdestotrotz, Stefan, bleibe ich trotzdem noch bei dir subscribed. Aber nichtsdestotrotz auch geht das absolut nicht, was die mit dir gemacht haben. Wie die dich behandelt haben. Das macht man nicht. Ja? Und besonders geht das auch an den Joe Kelly. An den Joey Kelly. Ja? Den so anschreist. Ja? Einen Menschen so anzuschreien. Wenn er einen Fehler gemacht hat. Ja? Man schreit keinen an, wenn er einen Fehler gemacht hat. Dazu kommt, Joe Kelly, dass der ganze Hauptgrund, warum das überhaupt passiert ist, dein Kollege, der Joe, zu verzapfen hat. Ja? Weil
Ja, weil. wollen wir jetzt darüber sprechen, über den Flügel? Wir fangen mal so an, okay? Ich lege mal mein Telefon an die Seite. Lieber Joe, ja, ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Und zwar genau dieselbe, im Grunde genommen, wie an Stefan. Du siehst das hier und du siehst das da. Ja? So. Okay. Dann habe ich an dich jetzt eine Reihe von Fragen. Eine Reihe. Die erste ist, ja, warum habt ihr das nicht am ersten Abend gemacht, wo ihr noch nicht wusstet, dass da Schlafsäcke kommen? Ich meine, man braucht nur rumgehen und da, wo der Stefan runtergegangen ist, heute in dieser Folge, und er hat gezeigt, wo er das da so schön findet, da unten am Fluss, was du die Flutwiese genannt hast, ja, da ist genauso hohes Gras wie diese Flutwiese, wo ich eben war. Ja, die kann man sich abrupfen und dann dahin bringen. Ja, und da braucht man keine Stunde für. Da hätte man einen Menschen abgestellt, den ganzen Tag, den ersten Tag, wo ihr da wart, also vielleicht nicht den ersten Abend, wenn er dann da die Schlafsäcke und da so schlafen wollt, aber spätestens am zweiten Tag. Ja, warum liegt da nicht so hoch Gras? Das verstehe ich nicht. Ja, warum liegen da nicht solche Braken rum? Ja, so hoch. Ich verstehe das nicht. Was habt ihr die ganzen 48 Stunden da gemacht? Ihr redet davon, dass ihr hart arbeitet. Ja, ich meine, Leute, ich habe jetzt gerade hart gearbeitet, eine Stunde. Ich bin set. Joe, das ist die erste Frage. Warum? Warum liegt da nicht so eine Matte? Ja? Warum hast du niemanden abgestellt, dass er Grasmatten flechtet? Ja? Soll ich euch das mal zeigen? Das geht nämlich auch. Da gibt es so einen Typen hier in Kanada, der nennt sich Morse Koschanski. Den solltet ihr mal gucken. Ich werde das Video da gleich verlinken. Ja? Und zwar, der hat mit 80 Jahren in 20 Minuten aus so einem Haufen Gras eine Matte geflechtet. Ja? Mit 80. Da gibt es noch ein Video. Okay? Das ist hier unten jetzt verlinkt. So. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist, er nimmt das Gras und dann verdreht er das so. So. Und er hat dann natürlich so ein, sich so ein Gestell gebaut. Das kann man ja machen. Lieber Joe, ja? Dann verdreht man das Gras so und dann geht das immer weiter. Und dann hat er so eine Matte geflochten und dann so. Könnt ihr euch ja da angucken. So, 20 Minuten hat er dafür gebraucht. Ja? Warum, Joe, du als Survival-Experte, ja, mit 19 Büchern, hast du das in keinem deiner Bücher drin? Ja? Hast du sowas noch nie gesehen? Ja? Weiß ich nicht. Kommt mir ein bisschen komisch vor als Experte. Aber ich will hier niemanden zu doll bewerten. Ich frage dich ja nur, du kannst ja darauf antworten. So, die nächste Frage. Ja? Was macht ihr abends? Was macht ihr da, wenn es dunkel ist und ihr am Feuer sitzt? Was macht ihr da? Warum sitzt du da nicht mit allen, jetzt wo ihr das Messer habt? Ja? Oder die Messer? Ja? Warum sitzt ihr da nicht und schnitzt Fallenmechanismen, Träger, ja, Figa vor oder was weiß ich, was da alle gibt, ja? Warum nicht? Warum sitzt ihr da nicht und macht Weiden, Reusen?
Ja, jetzt sagst du, da gibt es keine Weiden. Ja, vielleicht gibt es da keine. Aber irgendwas anderes, Biegsames, wird es da wohl irgendwo geben. Ja? Und wenn ein Rosenstrauch nehmen, davon sind genug da. So, und da flechtet man eine Reuse zusammen. Und da geht man an den Fluss. Da, wo es ganz flach ist, wo das Wasser nur so über die Steine läuft. Ja? Und dann baut man da eine Steinmauer hin. Ja? Dann sagt man mal den Stefan, der das so gerne machen möchte, der würde das dann nämlich machen. Ja? Der hat die Gummistiefel. Der würde das Ding dahin bauen, dann setzt man die Reuse dahin. Ja? Und dann sagst du, ja, wir können ja aber nicht durch den Fluss laufen, dann erfrieren die alle und dann haben wir hier Tote und so eine Scheiße. Ja? Nee, du brauchst gar nicht durch den Fluss laufen. Ja? Weißt du, was nämlich dein Problem ist? Dein Problem ist, dass du keine Ideen hast, Joe. Das ist dein Problem. Dein Problem ist, dass du nur Bücher kennst und dass du strikt nach Büchern gehst. Das ist dein Problem. Dein anderes Problem ist, ja, dass du gierlastig bist. Du brauchst Gier, um was zu machen zu können. Wenn du kein Gier hast, hast du keine Ideen, dann kannst du nichts machen. Ja? Deswegen bist du eigentlich zum Surviven überhaupt nicht gemacht. So. Ich zeig dir jetzt, ja, was man dann macht. Okay, der hier ist jetzt ein bisschen kaputt hier, der bricht schon. Nehmen wir was anderes, weil wir jetzt gerade hier sind. Nur damit ihr das sehen könnt. Okay, dann nimmt man sich einen längeren Stock, ja, weil man muss ja die Fische da reinkriegen. In die Reuse, flussabwärts. Ja, und du denkst, man kann da nur durchs Wasser gehen und die dahin treiben. Nein, das muss man nicht. Dann nimmt man sich so einen Stock, ja. Dann nimmt man sich Gras, okay? Oder, wenn man kein Gras hat, lang genug, ja, was noch viel besser ist, dann nimmt man sich so ein Gedöns hier, okay? Das macht man hier vorne so dran. So. Ja? Stefan, aufpassen, kannst du auch noch was lernen? So. So. So, in der Art, ja, macht man sich dann so einen Fächer. So, ja, okay. Dann sucht ihr euch was Flexibles. Und knotet das da dran. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber ihr wisst, was ich meine. Dann hat man so einen Besen, ja? Und was man dann macht ist, dann macht man mit 7 Leuten, macht man da 5 Stück von. Ja? Und da gehen 2 auf die Seite vom Fluss und 2 gehen auf die Seite vom Fluss. Ja? Und der die Gummistiefel hat, der geht vielleicht in den Fluss. Und wenn er das nicht machen kann, weil der Fluss zu tief ist, dann geht er auch noch auf irgendeine andere Seite. Ja? Und dann nimmst du das und dann stecken die Leute das ins Wasser rein. Weil der Fluss, der ist ja wie breit? Mag der sein? 2 Meter? 3 Meter? So. Und dann geht man flussabwärts. Da wo ihr seid, ist die Reuse. So. Und scheucht die Fische nach vorne. So macht man das. So haben wir das 1985 bei den Pfadfindern, ja, im Torgau gemacht. Da war ich da nämlich mit welchen. Ja,
haben wir das genau so gemacht. Und wir haben bestimmt für 40, 50 Leute genug Forellen gefangen. Und zwar genau so. Ich dachte, du bist ein Survival-Experte. Anscheinend warst du nicht mal bei Pfadfinder. Aber gut. Ich habe da noch was anderes. Und zwar, das, ja, das ist wirklich etwas, das macht mich stinkend sauer. Ja? Es ging ja diese Debatte darum, mit diesem Flügel, dass der abgebrannt ist. Okay? Darum ging es ja. Und da hast du ja jede Menge Backlash gekriegt, lieber Vogel. Dass ja deine Schuld ist, weil du den da drauf gepackt hast, den Flügel. Ja? Und du sagst, ja, ich habe ja gesagt, der brennt und die sollen aufpassen. Okay? Gut. Und dann, ja, um das Ganze nochmal zu verstärken und von deinem Grundfehler abzulenken, ja, hast du in deinem Video zu Folge 4, glaube ich, die Betriebsanleitung einer DO 28 gezeigt. Das ist diese hier, die blende ich mal gerade ein. So, jetzt hast du die ja gesehen, hast du gelesen, richtig? Ja, eine Betriebsanleitung. Ja, und da steht ja, dass das kalte Temperaturen und hohe Temperatur beständig ist. In der Betriebsanleitung, richtig? Darauf berufst du dich und du sagst zum Schluss, dass unter normalen Bedingungen, ja, das gar kein Problem ist, weil das flammenhemmend ist, um von deinem Fehler abzulenken. So, jetzt ist das so, mein Freund. Eine DO 28, Betriebsanleitung. Ja? Was ist denn eine Betriebsanleitung, lieber Joe Vogel? Die regelt alles, was für den Betrieb eines Flugzeuges wichtig ist. Okay? Du hast ja in deinem Auto hast du auch eine Betriebsanleitung. Ja, das Manual. Da gehst du rein, ja, und dann guckst du, was alles wichtig ist als Fahrer, ja, damit du dein Auto sicher bewegen kannst. Ist das richtig? So. Lieber Joe, steht in der Betriebsanleitung von deinem Auto drinne, ja, bei welcher Temperatur deine Reifen brennen? Nein? Komisch. Steht da drinne bei welcher Temperatur dein Lack abbrennt? Nein? Komisch. So, steht da aber drinne, wie hoch der Luftdruck sein darf bei deinem Auto? Ja, steht drin. Steht da drinne, wie hoch der Füllstand sein muss für deine Kühltemperatur? Für deinen Kühler, nicht Temperatur, für deinen Kühler. Der Füllstand steht drinne, garantiere ich dir. Ja? So. Bei einem Flugzeug ist das Ganze genauso. Da steht in der Betriebsanleitung, stehen da so Dinge drin, ne? Ja? Wie zum Beispiel ist das kategorisch ja bei deinem Auto auch so. Ja, da ist für den Motor, für die Bereifung, da gibt es überall so einzelne Sparten in deiner Betriebsanleitung. Beim Flugzeug ist das genauso. Ja? Und was ist bei einem Flugzeug wichtig für den sicheren Betrieb? Ja? Das sind die Flügel, die Zelle und die gesamte Bespannung, die da drauf ist. Ja?
So, darunter der Zustand dieser Bespannung. Und natürlich für die Bespannung, was diese Bespannung im Normalbetrieb aushält. Ja, so. Und in einem normalen Betrieb ist das folgendermaßen, lieber Joe. Bei einem Flugzeug geht der Pilot rum und der guckt sich das gesamte Flugzeug an. Der guckt sich die Bespannung an von den einzelnen Flächen, die Steuerflächen. Und der muss natürlich auch wissen, wenn der im Sommer fliegt, ja, ob die Bespannung, die der Hersteller für ihn gemacht hat, in heißen Gegenden, weil Leute fliegen ja nicht nur bei euch in Deutschland mit sowas rum, ja, sondern die fliegen zum Beispiel in der Sahara mit so einem Flugzeug oder die fliegen vielleicht in der Antarktis rum. Okay? Und deswegen bezieht sich die Temperatur, die da beschrieben ist, ja, nicht auf die Brennbarkeit oder die flammenhemmende, die flammenhemmenden Eigenschaften, sondern es bezieht sich einzig und allein, lieber Joe Vogel, auf die Temperatur, die das Wetter vorgibt. Ja? Weil da steht ja, die Bespannung hält aus Öle, Kraftstoffe, ja, und hohe Temperaturen und niedrige Temperaturen. Was bedeutet das? Dann weiß der Pilot, okay, ich kann mit meinem Flugzeug auch sicher von Europa, ja, nach Tobruk fliegen, ja, und kann da landen und das Flugzeug like, ohne Probleme in der Sonne parken, ohne dass meine Bespannung kaputt geht. Das hat nichts damit zu tun, ob das gut brennt oder nicht oder flammenhemmend ist. Ja, damit du das mal gelernt hast. So, und jetzt lieber Joe, jetzt hör mir genau zu. Du nimmst den Flügel, du weißt, oder zumindest sagst du, das könnte brennen. Also du hast die Vermutung schon, dass das brennen könnte. Ja? Wenn du die Vermutung hast, dass das brennen könnte, wieso legst du die Tragfläche über das Feuer? Bitte erklär mir, welchen Nutzen die Tragfläche über dem Feuer hat. Und bitte erklär mir, wieso du es ungefähr so hoch über dem Feuer ist. Ja? Erklär mir das. Da gibt es keine Erklärung für, lieber Joe. Das hält weder die Wärme, ja, noch hält das Regen ab, weil das ein Flügel ist. Auf einem Flügel wirst du nirgendwo niemals Regen mit abhalten. Ja, den kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ja, der hat eine Airfoil. Kannst du dir mal angucken in dem Video, was ich als letztes gemacht habe, wie das aussieht. Ja. Da wird Wasser immer dran runterlaufen, an irgendeiner Stelle unter dem Flügel in der Mitte abtropfen, hinten an der Kante abtropfen. Auf jeden Fall, das wird immer drunter laufen irgendwie, ja, weil der Flügel rund ist. Oder runde Formen hat, sagen wir so, rund ist er ja nicht. So, welchen Nutzen hat das? Das hat keinen einzigen Nutzen. Den einzigen Nutzen, oder, nee, nicht Nutzen, die... Das Einzige, was das Ding hat, ist eine Gefahrenquelle. Und zwar, dass es anfängt zu brennen. Und es hat angefangen zu brennen. Ja?
Und an so einem Flügel, da ist gar nichts flammenhemmend, weil das Flugzeug nämlich von 1956 ist. Ja, vielleicht nicht das exakte Flugzeug da jetzt, aber das ist da, wo die gebaut worden sind. Okay? So, und zu dem Zeitpunkt, da wurde Polyester mit Dop verwendet. Ja, Polyester, Plastik mit Dop. Ein Erdölprodukt, was da drauf geschmiert wird, damit das von den Sonnenstrahlen und UV protected ist und Wetter protected ist und nicht aufreißt und so weiter und so fort. Das ist eine Art Grundierung. Ja? So. Und die ist ungefähr gut für 20 Jahre. Und das ist da drauf geschmiert. Und das ist hochentflammbar. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann guckst du jetzt dieses Video hier, was ich hier mal kurz einspiele, ja, und dann verlinke ich das unten, dann könnt ihr euch das angucken. So Leute, damit ihr mir auch glaubt, habe ich mir mal ein Video rausgesucht hier. Ich hätte es auch selber machen können, aber ich hatte keine Zeit dazu, mir das Zeugs zu besorgen. Ich kenne natürlich Leute, die das haben, dadurch, dass ich fliege. Aber wenn man es im Internet findet, dann geht es ja schneller. Das hier ist eine neu entwickelte Bespannung, ja, die ist neueren Herstellungsdatums. Das ist etwas, das gemacht worden ist von einer Firma erheblich später als die ursprüngliche Variante. Nur mal so als Hinweis. Okay Leute, hier eine herkömmliche Flugzeugbespannung. Ihr seht, wie gut das brennt. Ja, seht ihr? Herr Joe Vogel, gucken Sie sich das bitte an. Das ist eine herkömmliche Flugzeugbespannung aus der Zeit, in der auch die Do manufactured wurde. Das ist von einer Antonov. Das ist eine Fabric Dope Bespannung. Ja, feuerhemmend, richtig, Herr Vogel? Ja, da könnt ihr das sehen, da ist nämlich eine Firma, die hat vor 11 Jahren hat die eine neue Bespannung entwickelt. Ja? Und weil ich mein Flugzeug mal neu bespannen wollte, habe ich mal geguckt, was es so für Produkte gibt. Und da habe ich die damals gefunden. Und dann haben die gesagt, unser Produkt ist flammenhemmend, weil die anderen Produkte vorher nicht mehr flammenhemmend oder nie flammenhemmend waren. So. Und das bedeutet, dass den größten Fehler, was diesen Brand angeht, den hast du begangen. So, ich red mich hier in Rage. So, dein Fehler oder deine Entscheidung, diesen Flügel über das Feuer zu legen, ist der Grundfehler, warum diese ganze Scheiße passiert ist. Und da gibt es kein Vertun. Und du weißt das genau. Und deswegen hast du dir den krampfhaften Versuch gemacht, diese Betriebsanleitung da rauszukramen und deiner Community da irgendwas zu erzählen. Ja? Damit die Leute nämlich nicht merken, ja, dass du das Problem warst und nicht Stefan. Stefan war auch ein Problem, Teil des Problems. Aber er ist nicht alleine das Problem, so wie du das darstellst. Und das ist eine menschliche Schweinerei, was du gemacht hast. Das möchte ich dir mal so sagen. So, und jetzt Schluss und Ruhe mit der Sache. Nochmal das Resümee. Ihr seid jetzt 2 Tage da. Ja? Da liegt kaum Feuerholz. Ich frage mich ernsthaft, was ihr da 10 Stunden bei Sonne
macht. 10 Stunden. Mit 7 Leuten. Bei 10 Stunden mit 7 Leuten, da garantiere dir, ich garantiere dir, vielleicht mache ich da noch mal ein Video drüber, da garantiere ich dir, da habe ich da ein Shelter stehen für 7 Leute. Das garantiere ich dir. Aber wenn du, lieber Joe und lieber Stefan, ja, wenn ihr da 7 Woodcree-Omas ausgesetzt hättet in Neuseeland an dem Flugzeug, ja, in 48 Stunden hätten die da ein Wigwam stehen. Weil die sich nicht so doof anstellen wie ihr. Ja? Für mich seid ihr beide völlige Blender. Ja, so du auch. Das mag zwar alles sein, was du da machst, deine Bücher schreiben, alles gut. Deine Biologie, die du kennst, alles gut. Deine Expeditionen, die du machst, alles gut. Aber im Kern kannst du nichts. Weil deine Expeditionen, die planst du für 5 Monate. Ja? Da hat es dich mal richtig überrascht. Da hat man mal gesehen, ja, dass du mehr oder weniger, ja, ich sag mal, du bist nicht mal ein Buschkrafter. Ja, du bist nicht mal ein Buschkrafter. Und Stefan, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe ja gesagt, ich bleibe auf deinem Kanal, Stefan, aber also geglänzt hast du da wirklich auch nicht. Das muss ich mal sagen. Okay, ich werde zu Seven vs. Wild kein Video mehr machen. Das ist Feierabend, das ist es jetzt. Ich werde es weiterhin gucken. Ich werde mich weiterhin darüber totlachen. Und ich hoffe, der eine oder andere da draußen, der jetzt zugeguckt hat, hat verstanden, wo bei denen das Problem liegt. Ja? Das Problem liegt nämlich beim Können. Nicht beim Wissen, beim Können. Die können es einfach nicht. Die wissen viel, die können viel labern, die können viel machen. Ja? Aber im Kern, das Wichtigste, das können sie nicht. So, ich gehe jetzt nach Hause.